Servus Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute mal ein richtig lustiges Thema, mal ein sehr privates Thema, nämlich wie ich gekündigt wurde und was ich daraus gelernt habe. Man darf nicht vergessen, ich bin noch relativ jung. Ich bin gerade mit 23 Jahre alt, mit 18 dachte ich schon, ich bin 40. Also junge Leute überschätzen sich oft selber von ihrer Erfahrung und von ihren Weisheiten und bla bla. Deswegen werde ich das Video bestimmt in 10 Jahren wieder neu machen. Nee, aber bis hierhin habe ich schon relativ viel beruflich erlebt und ich dachte mir, einer der schlimmsten Momente, den es überhaupt für mich gab, war eine Kündigung, die ich kassiert habe. Weil, Leute, es ist nicht so simpel. Glaubt mir, ihr wisst wahrscheinlich selber, wenn ihr vom Geld abhängig seid, wie ich es aktuell auch bin, ich habe keine Millionen auf dem Konto, sondern ich muss arbeiten gehen, wenn ich meinen Lifestyle aufrechterhalten will. Das ist für mich nicht finanziell frei. Zu sein, das ist ja relativ normal. Die wenigsten Leute in unserer Gesellschaft haben überhaupt so viel Geld, um überhaupt, keine Ahnung, machen und tun zu können, was sie wollen. Deswegen, da ist auch jeder ein Stück weit selber schuld und nicht jeder kriegt dieselben Karten. Die einen werden mit einer Krankheit geboren und brauchen dann extrem teure Medikamente und haben es extrem schwierig. Die anderen Leute haben irgendwie einen Schicksalsschlag erlitten, ihr Haus ist abgebrannt oder sonst was, wo sie ihr ganzes Geld rein investiert haben und die Versicherung zahlt nur einen Bruchteil und so. Also Leute, ist nicht so einfach zu sagen, nur wollte ich mal das Thema Arbeit ansprechen, weil früher bin ich mit dem Gedanken reingegangen, ich habe ja relativ früh angefangen mit YouTube Geld zu verdienen und da habe ich eigentlich gemerkt, hey yo, ich kann tun und lassen, was ich will. Und ich bin selber dafür verantwortlich, ob meine Arbeit Früchte trägt oder halt nicht. Und es war der Punkt, wo ich mir dachte, so hey yo, Geld verdienen ist ja gar nicht so schwer, man setzt sich aufs Motorrad. Klar, es hat extrem viel Disziplin und so erfordert, Leute, aber ich habe Geld damit verdient, was mir Spaß gemacht hat. Und es ist immer ein Riesenunterschied zu, man macht einen Job nur wegen dem Geld oder man macht halt einen Job aus Leidenschaft. Und es war halt bei mir bei YouTube definitiv der Fall. Ich habe halt Geld damit gemacht aus voller Überzeugung. Und dann habe ich auch Partner bekommen und die waren dann super, super, super lieb zu mir. Und ich habe echt ein sehr, sehr rosiges Bild von der Geschäftswelt bekommen. Man bekommt einfach Geld dafür, was man leidenschaftlich tut. Man setzt sich aufs Motorrad, man erklärt einfach seine Ansicht und plump gesagt, es gehört viel dazu, Leute. Man muss fahren, egal welches Wetter, man braucht Disziplin, man muss nach Hause kommen, man muss schneiden, man muss effizient sein, wenn ein Schnittfehler passiert, wenn das Programm abschnitt. Man ist für alles selbst verantwortlich. Man muss seine Steuererklärung einreichen und. Es ist nicht ohne, Leute. Ich möchte jetzt nicht rosig reden, aber unterm Strich hatte ich eine sehr, sehr rosige Ansicht von der Geschäftswelt. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Ich hatte dann vor der YouTube-Welt halt noch einen Nebenjob und da hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen, Leute. Ich hatte einen Nebenjob und da habe ich mich richtig, richtig, richtig schlecht gefühlt. Um mir mein erstes Motorrad zu finanzieren, bevor ich überhaupt YouTube gemacht habe, das habe ich dann natürlich auch noch ein bisschen parallel gemacht neben YouTube, weil Nebenjob ist nie verkehrt in den jungen Jahren, wo das Geld knapp ist. Mit 16 Jahren hat man halt nicht 10.000 Euro auf der hohen Kante liegen, das ist halt so. Und dann kann man sich irgendwie eine neue KTM oder was weiß ich was, Yamaha oder so für 10.000 Euro kaufen und lebt immerhin noch weiter seinen Lifestyle, sondern man muss halt wirklich jeden Euro zweimal umdrehen, um sich sein Motorrad-Hobby leisten zu können. Und dann war der Punkt gekommen, wo ich einen Nebenjob hatte und richtig, richtig mies behandelt wurde. Also Leute, ihr glaubt es nicht. Ich hatte einen Nebenjob in der Bäckerei, sollte ich vielleicht mal sagen, im Verkauf. Und dann ging es darum, wir hatten dann immer mal wieder weniger Kundschaft und dann hieß es, ja, wisch 10-mal den Boden. Obwohl der Boden schon gewischt ist, ich hasse so etwas, unproduktive Arbeit, obwohl etwas schon erledigt ist, einfach nur nochmal machen, um Zeit totzuschlagen. Ich persönlich fühle mich echt scheiße in einem Job, wo ich einfach sinnlose Arbeiten verrichte. Mir macht es keinen Spaß, also wirklich absolut gar keinen Spaß, 10-mal dieselbe Arbeit zu verrichten oder Dinge zu verrichten, von denen man weiß, macht keinen Sinn. Wenn man schon mittags den Boden wischt, weiß man, dass man abends nochmal den Boden wischen muss, weil man halt drüber läuft. Und das sind die simpelsten Beispiele, die ich sagen kann. Und dann wurde man halt scheiße behandelt. Also menschlich gesehen einfach abwertend so. Du bist eine Aushilfskraft, mach's. Und so etwas hasse ich halt und es hat mich halt positiv geprägt, weil ich habe noch nie eine Person, die weniger als ich verdient oder unter mir halt ist in der Hierarchie von der Firma, scheiße behandelt. Noch nie. Ich habe die immer auf Augenhöhe behandelt und dann wird man auch zurück
auf Augenhöhe behandelt. Und es lösen sich so viele Probleme. Und naja, dann gab es halt eine Kündigung meinerseits. Ich habe gekündigt, ganz normal, habe mir einen anderen Job gesucht, einen Nebenjob. Dann habe ich gesehen, wie wenig Bock die Leute haben zu arbeiten. Und dann kam halt Corona und bla bla bla, schon ein bisschen davor war das. Aber Corona hat die Jobsuche noch viel mehr erschwert. Aber wie auch immer, was ich sagen wollte, ich hatte einen Nebenjob, während meiner Ausbildung hatte ich einen Nebenjob und ja, ich war einfach immer fleißig und ich wollte auch die Erfahrung sammeln und alles und zwar einfach, keine Ahnung, YouTube hat natürlich mehr abgeworfen, das ist keine Frage, geldtechnisch, aber erfahrungstechnisch war es sehr, sehr schön, mal auch normale Berufe in Anführungszeichen auszuprobieren und da gab es einen Zeitpunkt, wo ich nicht bezahlt wurde. Ich wurde 2 Monate in Folge nicht bezahlt und nicht, dass ich das Geld gebraucht habe, weil wenn ich 2 Monate ohne das Geld auskomme, dann komme ich auch 10 Monate ohne aus. So knapp mit dem Geld lebe ich zum Glück nicht und da kam der Moment, wo ich gekündigt wurde. Ich wurde gekündigt, weil ich die Arbeit verweigert habe, was ja ein triftiger Kündigungsgrund ist, weil ich nicht bezahlt wurde. Ich wurde einfach gekündigt. Am selben Tag wurde ich entlassen, hat gesagt, pack dein Zeug, geh nach Hause. Und ja, das war halt ein augenöffnender Moment für mich, weil es jederzeit zu Ende sein kann mit der Arbeit. Scheißegal, ob man recht hat oder nicht. Jederzeit kann dann jemand Miesepeter zuschieben. Und das habe ich halt gelernt mit dem Thema Kündigung, dass es halt ratzfatz gehen kann, dass jeder Mensch auswechselbar ist, egal wie schlau du bist, egal wie, und dass die Firmen bereit sind, wenn es emotional jemand entscheidet, dich einfach zu kündigen, auch wenn es den Unternehmen schadet. Leute, ich denke da ganz anders. Wenn es mir persönlich schadet, eine Aktion zu machen, zum Beispiel, wenn ich mich mit meinem Chef zum Beispiel nicht verstehe, sagen wir, der Chef sagt mir, wisch 20 Mal den Boden. Und ich sage, hey Chef, kann ich vielleicht ein bisschen eine sinnvollere Aufgabe bekommen? Ich habe den Boden schon gewischt, der Boden ist sauber, kann ich vielleicht irgendwas anderes tun? Kann ich dir anders behilflich sein? Und er sagt, mach so, wie ich sage. Diese Tonlage hatte ich schon 100 Mal in meinem Leben. Es hat absolut keinen Spaß gemacht. Da denkt man sich so, auch okay, ja gut, dann behandelt er mich jetzt wie ein Stück Scheiße und nicht wie ein Menschen. Weil es ist normal, dass du Menschen so nett behandelst. Und da merkt man einfach, dass viele, viele, viele Jobs einfach ersetzbar sind und dass Unternehmen sich selber schaden, nur um emotional dich loszuwerden. Sprich, die sind bereit, diesen Monat 2, 3, 4, 5.000 Euro an Aufträgen, das ist noch relativ milde gesagt, bei mir geht es eher in viel höhere Summen, abzulehnen, nur um, wie heißt es, dich los zu sein. Das ist so schlimm, Leute, ohne dass man denen was getan hat, sondern nur eine Entscheidung angezweifelt hat. Und das war halt so für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, oh shit, als ich damals ohne Nebenjob, ohne Bezahlung, Nebenjobbezahlung geblieben bin, ist ja voll schade drum und meinem Geld hinterherrennen musste und so. Ich habe es natürlich friedlich gelöst, habe denen so lange eine Mail geschrieben, so lange angerufen, so lange lieb danach gefragt, bis sie es dann irgendwann gezahlt haben mit ewiger Verspätung. Ja, und es war eigentlich so meine Geschichte, dass ich für mich den Entschluss gezogen habe, persönlich gefühlt habe. Ich wusste natürlich immer schon tief drin, dass es so sein kann, aber ich habe für mich den Entschluss gezogen, dass man von dem einen Tag auf den anderen, obwohl man die letzten 10 Jahre sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat in der Firma, gekündigt werden kann. Nur aus einer emotionalen Entscheidung raus von irgendjemandem. Der versaut einem das Gehalt, er versaut einem den Status, er versaut einem alles Mögliche. Also nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Man findet immer was anderes, Leute. Ein Job ist so easy zu finden, wenn man ein bisschen was auf dem Kasten hat. Egal was, auch als Video-Editor kann ich mich zum Beispiel bewerben. Es ist so simpel, so breit gefächert. Solange man irgendwas der Gesellschaft zu bieten hat, findet man immer einen Job, Leute. Immer, immer, immer. Und da braucht man gar keine Angst vor haben. Nur ist mir halt da bewusst geworden, mir nicht den Arsch aufzureißen, außer ich werde dafür extra entlohnt, wie bei YouTube oder sonst wie. Dann habe ich halt aber auch meine stolzen Preise, wenn ich eine Kooperation oder so annehme, weil da reißt man sich halt auch dementsprechend den Arsch auf, um einen Gegenwert zu liefern. Aber wenn man nur durchschnittlich bezahlt wird oder entlohnt wird und sieht, dass jemand halt um jeden Cent einen versucht, den Preis zu drücken, dann braucht man halt auch keine sehr gute Arbeit erwarten. Und das war so für mich der Knackpunkt, den ich gelernt habe, dadurch, dass ich gekündigt wurde, dass ich halt immer durch jemand anderen ersetzbar bin und nicht mal derjenige halb so gut sein muss. Kann aber auch sein, er ist doppelt so gut, das weiß man nie. Aber in dem Sinne
Würde mich mal freuen, ob ihr je gekündigt wurdet und wie ihr euch danach gefühlt habt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.